Seit November ist das Mantra, was soll schon schiefgehen für die Aktienmärkte? Wir haben den Impfstoff, wir haben Notenbanken, die faktisch die Märkte mit Liquidität fluten. Wir haben dazu noch den staatlichen Stimulus. Also, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Nichts kann schiefgehen, nichts kann passieren. Dementsprechend sind die Aktienmärkte auch gestiegen. Aber heute werden diese Aktienmärkte nervös. Und das, obwohl wir richtig gute Daten haben von den Einzelhandelsumsätzen aus den USA. Bester Wert, was den Monatsanstieg jetzt betrifft, seit mindestens dem Jahr 2011, über 5%, ohne Autos sogar über 6% gestiegen. Absolute Hammerzahlen. Da zeigt sich also schon ein Stück weit die Auswirkung der verschiedenen Stimulus-Schecks, des Helikoptergeldes und vor allem der Erwartung des nächsten Stimulus-Schecks. Dementsprechend wird schon eine Art Vorkonsum betrieben und normalerweise wären solche Daten dazu geeignet, die Aktienmärkte nach oben zu reißen, denn es ist ja so, der Konsum ist die entscheidende Größe für die Wirtschaft der USA und die Wirtschaft der USA ist nach wie vor für die Kapitalmärkte eben die entscheidende Größe. 41% der gesamten Marktkapitalisierung kommt aus den USA, kommt von US-Unternehmen, also fast die Hälfte. Und das bei der doch vergleichsweise geringen Bevölkerungszahl der USA, aber Schwamm drüber. Aber warum sind die Märkte dann doch ein bisschen erschrocken? Und das liegt an der Sorge vor einer steigenden Inflation. Denn heute haben wir die US-Erzeugerpreise bekommen, also die Preise, die für die Erzeuger, für die Produzenten entstehen. Und die sind massiv durch die Decke geschossen. In der Kernrate hier zum Vorjahresmonat um 2,0% gestiegen. Das war doppelt so viel wie eigentlich die Erwartung. Aber nicht nur das, sondern dieser Anstieg, den wir jetzt gesehen haben bei den Erzeugerpreisen aus den USA, das war der größte jemals verzeichnete Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Und das bestätigt, was viele Unternehmen ohnehin sagen. Die sagen, wir haben viel höhere Kosten, wir haben höhere Inputkosten, wir merken, wir spüren, wir sehen Inflation praktisch am eigenen Leib. Es sind hier vor allem die Energie- und Transportkosten, die deutlich gestiegen sind bei diesen US-Erzeugerpreisen. Also all das hat sich schon gezeigt bei Aussagen von Unternehmen. Es hat sich gezeigt bei den Preiskomponenten, etwa der Einkaufsmanager-Indizes und ist jetzt sozusagen nochmal, naja, schwarz auf weiß kann man sagen, hier bestätigt worden. Also der größte monatliche Anstieg, der jemals verzeichnet wurde. Und es war auch die größte Abweichung, die jemals zu der erwarteten Zahl hier registriert wurde. Also das war schon ein Hammer, ein ziemlicher Schock, kann man sagen. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, wo ist denn für die Aktienmärkte jetzt eigentlich das Problem? Inflation, damit haben wir doch gerechnet. Wenn die Corona-Geschichte mal vorbei sein sollte, zieht die Nachfrage an, ziehen vielleicht die Löhne an und dann zieht die Inflation an. Damit konnten die Aktienmärkte ja bisher sehr, sehr gut leben. Warum sie möglicherweise jetzt nervös werden und ein bisschen nervöser noch werden könnten, versuche ich jetzt im Folgenden zu erklären. Zunächst mal anhand der Unterscheidung zwischen Leitzinsen, das ist ein Steuerungsinstrument der Notenbanken, die damit entweder Geld verteuern oder Geld verbilligen, indem sie die Zinsen anheben oder senken. Wenn eine Wirtschaft brummt, dann tendieren Notenbanken dazu, die Zinsen anzuheben, um ein bisschen abzukühlen, Geld teurer zu machen, Kredite zu verteuern, sodass dann eben hier die Dinge nicht mehr so heiß laufen wie zuvor. Oder sie senken eben die Zinsen, wenn die Wirtschaft runtergeht, wenn man versucht, ein bisschen hier zu stimulieren. Letzteres ist ja passiert. Auch die Fed hat die Zinsen auf Null gesenkt. Andere wie die Bank of Japan und die EZB hatten das vorher ja schon gemacht. Aber entscheidend ist diese Unterscheidung zwischen Kapitalmarktzinsen und Leitzinsen. Die Leitzinsen werden von der Notenbank gesetzt, die Kapitalmarktzinsen werden von den Kapitalmärkten gesetzt. Das sind also Zinsen, die aufgerufen werden, wenn man etwa Kredite vergibt oder wenn man Unternehmensanleihen kauft oder Ähnliches. Das heißt, das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, denn es sind die Kapitalmarktzinsen, die für die Aktienmärkte gefährlich werden könnten, selbst wenn der Leitzins, und das ist wahrscheinlich absehbar, bei Null bleibt, aber die Kapitalmarktzinsen eben nicht, weil die könnten deutlich steigen, weil die Märkte hier reagieren auf eben die Sorge vor deutlich steigender Inflation. Und wenn man hier sich diese Kapitalmarktzinsen anschaut, dann sind da vor allem zwei Kategorien entscheidend. Erstens die Zeit. Wie lange verleihe ich etwas? Denn solange ich das Geld verliehen habe, verfüge ich nicht über das Geld, das ich verliehen habe. Dementsprechend habe ich dadurch weniger Möglichkeiten, mit diesem Geld zu arbeiten, anderweitig vielleicht Renditen zu erzielen.
Und vor allem habe ich, je länger die Dauer ist, bei der ich dieses Geld verleihe, umso höher ist möglicherweise auch mein Risiko, zum Beispiel, dass die Inflation ansteigt. Wenn ich also jetzt zum Beispiel Geld verleihe für 1% und dann habe ich eine Inflation irgendwann in den nächsten Jahren von 5%, dann mache ich mit diesem Kredit, den ich hier gebe, ja deutlichen Verlust. Das ist also nicht so eine gute Idee. Dementsprechend sind normalerweise, je länger das Geld verliehen wird, die Zinsen höher, auch weil das Ausfallrisiko höher ist. Zins ist ja praktisch eine Risikoprämie auch für den Fall, dass jemand das Geld nicht zurückzahlt. Das muss ja irgendwie bepreist werden, dieses Risiko. So, also, das ist Zeit. Das ist ein entscheidender Faktor. Und der zweite Faktor ist natürlich die Geschichte mit dem Risiko. Es ist natürlich viel risikoloser, zum Beispiel einer Firma wie Apple einen Kredit zu geben, die in Liquidität geradezu schwimmen, die immense Reserven haben, als zum Beispiel einem Startup-Unternehmen. Völlig klar, da ist das Risiko viel größer, dass hier die Dinge nicht zurückgezahlt werden. Ähnlich ist es bei Staaten. Es ist sicherlich sicherer, schweizerische Unternehmensanleihen zu kaufen als argentinische. Dementsprechend ist natürlich das, was die Schweizer bieten müssen an Risikoausgleich, eine ganz andere Geschichte als das, was die Argentinier bieten müssen. Und jetzt kommt die sogenannte Zinskurve ins Spiel. Das ist normalerweise das, was den Unterschied macht zwischen der Rendite, der Risikoprämie für kürzer laufende Staatsanleihen und länger laufende Staatsanleihen. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen einer zweijährigen US-Staatsanleihe und einer zehnjährigen Staatsanleihe oder der Unterschied zwischen einer dreimonatigen US-Staatsanleihe und einer zehnjährigen US-Staatsanleihe. Und diese Zinskurve jedenfalls, die hat sich massiv versteigert. Warum ist das so? Weil eben die Investoren Inflation erwarten. Nicht so sehr im kurzen Zeitfenster, da schon ein bisschen, aber sie erwarten vor allem diese Inflation perspektivisch. Das heißt, wer jetzt eine 10-jährige US-Staatsanleihe kauft, der hat natürlich das viel größere Risiko, dass die Inflation deutlicher ansteigt, als wenn jemand eine 3-Monats US-Staatsanleihe kauft oder vielleicht sogar eine 1-Monats-Staatsanleihe kauft. Also die Zeit ist hier ein entscheidender Faktor, auch bei Unternehmensanleihen. Und derzeit haben wir gesehen, dass eben die Zinskurve sich versteilt, also die Renditen, die Risikoprämien für länger laufende Staatsanleihen mit 10, 20, 30 Jahren Laufzeit eben deutlich stärker steigen als die Renditen für kürzer laufende Staatsanleihen. Das ist also erstmal wichtig, damit wir verstehen, was hier eigentlich passiert, dass selbst wenn die Fed und die EZB auf absehbare Zeit die Zinsen bei Null halten, es eben doch einen Unterschied ausmachen kann, wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, denn für Investoren ist es nicht egal, ob jetzt die Inflation bei 1%, 2% oder vielleicht 10% liegt, das macht einen Riesenunterschied. Der muss abgegolten werden, der muss per Risikoausgleich eben, naja, durch Renditen erwirtschaftet werden. So, das war jetzt ein bisschen theoretisch vielleicht, aber jetzt gehen wir mal gleich in die Praxis und schauen uns diese Geschichte mal an, meine Damen und Herren, wenn der Rechner jetzt will, jetzt morgen nicht, hat er sich aufgehängt, gell? Jetzt muss ich nochmal hier ein bisschen vorspulen, was ich Ihnen zeigen wollte. Das wollte ich Ihnen hier zeigen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich der Unterschied zwischen den Zinsen, kann man so sagen, die die Fed beeinflussen kann. Die kann ja relativ entspannt auch sagen, oh, wir machen so etwas wie eine Yield Curve Control. Das heißt, wir deckeln zum Beispiel die Zinsen für länger laufende Staatsanleihen. Möglich, das kommt vielleicht auch. Vielleicht sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass das kommt. Aber es gibt eben den Unterschied zu denjenigen Zinsen, die nicht von der Fed beeinflusst werden, nämlich die Kapitalmarktzinsen, die Investoren verlangen, wenn sie jemand anderes Kredit geben. Ob die Fed da jetzt Anleihen deckelt, das ist gar nicht so wichtig, sondern die müssen ihr persönliches Risiko, ihr persönliches Risikomanagement eben steuern und verlangen da höhere Zinsen. Und dementsprechend sehen wir das, was damals 2013 beim sogenannten Taper Tantrum passiert ist. Da hatten wir also eine ausgesuchte Panik am Markt, nachdem die Fed gesagt hat, okay, wir werden jetzt dieses Quantitative Easing, also die Käufe von Staatsanleihen, das werden wir jetzt mal zurückfahren und werden auf Null diese Geschichte stellen. Und das hat für erhebliche Turbulenzen am Anleihemarkt gesorgt. Und jetzt sagt zum Beispiel die Fed, in Angestalt des Boston-Fed-Chefs Rosengren, ja, Inflation, das ist jetzt nicht so das Problem, gell? Also man versucht die ganze Geschichte jetzt runterzureden und sagt, ja,
Ich würde überrascht sein, so Rosengren, wenn wir eine dauerhafte Inflationsrate von 2% sehen werden. Das ist ja eigentlich das Ziel, das die Notenbank haben, 2% Inflation. Und hier sagt ein bösartiger Kommentator, okay, ja, mit den 2% hast du recht, das wird nicht dauerhaft sein, weil wir schon bald bei 6% sein werden. Ja, und das ist wahrscheinlich sogar der Fall, weil wir eben den Vergleich haben dann bald zu den Zeiten März 2020, vor einem Jahr, April 2020, vor einem Jahr, als die erste Corona-Welle kam, damals die Energiepreise abgestürzt sind, weil keiner brauchte mehr Energie, viel weniger sind Auto gefahren, alles im Lockdown. Dementsprechend sind damals die Preise abgestürzt und das wird natürlich im Vergleich zum Vorjahr dann massive Anstiege der Inflationszahlen in diesem Jahr haben und damit werden eben dann auch die Renditen reagieren müssen, die Kapitalmarktzinsen reagieren müssen. Aber was ist denn die Basis für die Aktienmärkte? Ist doch eigentlich billiges Geld. Ja, und die Fed stellt billiges Geld zur Verfügung, respektive kauft eben Anleihen und solche Geschichten, aber die Aktienmärkte haben hussiert, weil eben das Geld so billig ist. Wenn jetzt aber die Kapitalmarktzinsen ansteigen, dann wird das Geld nicht mehr so billig, weil am Markt andere Zinssätze aufgerufen werden als die Leitzinsen der Notenbanken. Das eigentlich vorgeben, da kann es durchaus ja ganz erhebliche Abweichungen geben. Und genau das ist das Thema, meine Damen und Herren. Wenn wir uns jetzt fragen, warum sind eigentlich die Einzelhandelsumsätze so super stark gewesen, dann liegt das natürlich daran, dass die Amerikaner, wie viele andere auch, extreme Sparvolumina angehäuft haben. Die sind eben nicht mehr essen gegangen, haben keine Weltreise gemacht, all diese Geschichten. Und dann kam noch dieses Helikoptergeld durch die Stimulus-Schecks obendrauf. Und jetzt hat man sozusagen schon vorkonsumiert, weil man erwartet, da kommt der nächste Stimulus-Scheck. Da können wir das Geld ja schon mal auf die Kante hauen, können ein bisschen vor allem im Internet einkaufen. Dazu gibt es auch schon Öffnungen, viele Öffnungen in den USA, anders als hier in Europa, wo wir noch ziemlich komplett im Lockdown sind. Und so kommt es, dass also hier auf Teufel komm raus konsumiert wurde, weil man eben sich sagt, okay, die Kohle, die kommt schon wieder hinten rein. Da wird der Staat das machen. Und was macht man mit dieser Kohle? Entweder spart man ein bisschen oder man versucht mit dieser Kohle zu zocken. Genau das ist passiert hier. Penny Stock Volume, also die Aktien, die unter 5 Dollar kosten. Das Volumen ist im Januar schon extrem hoch gewesen. 1 Billion und wir sind jetzt dabei, schon im Februar bis jetzt bei fast 2 Billionen. Also es ist eine Volkssport der Zock geworden. Das ist unglaublich, was hier passiert, eben weil die Risikobereitschaft extrem ist. Hier der Goldman Sachs Risk Appetite Index, der zeigt, ja, ey, was soll schon schief gehen? Das ist eben das, was ich meinte. Das ist das große Thema. Aber was kann schief gehen? Ich hatte hier eigentlich eine Grafik vorbereitet, die leider nicht gekommen ist, weil der Rechner sich vorhin da so ein bisschen aufgehängt hat oder ich habe mich aufgehängt. Ich weiß es jetzt auch nicht, also irgendwas hat nicht funktioniert. Jedenfalls ist einer der entscheidenden Punkte, die wir hier sehen, dass die Erzeuger, die Produzenten, die Firmen inzwischen deutlich höhere Kosten haben, als sie an die Kunden weitergegeben haben. Das heißt, die Margen werden immer geringer. Jetzt gibt es zwei Alternativen. Entweder ich akzeptiere, dass die Margen immer geringer werden, oder ich sage, ich gebe diese geringeren Margen weiter, meine höheren Kosten weiter und werde die Preise für meine Produkte deutlich erhöhen. Jetzt ist aber die Frage, sind die Konsumenten bereit, diese erhöhten Preise zu zahlen? Das ist das Erste. Die Amis, die leben ja schon ziemlich von der Hand in den Mund, von Paycheck zu Paycheck, wie man sagt. Dementsprechend wird das vielleicht nicht so ganz einfach. Dazu leben wir in einer globalisierten Welt, wo andere vielleicht diese Preiserhöhungen nicht machen werden. Das ist das eine. Also ist die Frage, wird der Absatz, werden die Verkäufe auf diesem Niveau bleiben, wenn die Preise angehoben werden? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ja, was passiert, wenn die Preise nicht angehoben werden können seitens der Unternehmen? Dann habe ich weniger Marge. Aber das wäre ja schlecht eigentlich für den Aktienkurs, denn der bemisst ja, was da an Gewinn reinkommt oder eben nicht. Und wenn die Gewinne sich abschmälern, weil die Margen geringer werden, dann müsste das vom Aktienmarkt eigentlich auch eingepreist werden. Ebenso wie das Potenzial, dass das Geld nicht mehr so billig bleibt. Aber das ist eben jetzt der entscheidende Punkt. Wenn die Inflation so hoch bleibt, wenn die Erwartung von Inflation so hoch bleibt, dann dürfte diese ganze Geschichte so weitergehen. Man hat nicht nur mit Penny Stocks gezockt, sondern, um diesen Gedanken der Zockerei wieder aufzugreifen, sondern eben auch mit diesen Meme-Aktien, GameStop etc. Aber schauen Sie sich mal an, was daraus geworden ist. GameStop 90% unter dem Januar-Hoch, Kost
89%, AMC 74%, also all diese Lieblinge, BlackBerry, Bed Bath und Beyond, das sind also alles abgestürzte Werte. Da haben viele also wieder an Ersparnissen etwas verloren, um es ja mal so zu sagen, wenn sie zu spät eingestiegen sind. Die, die früh eingestiegen sind, bei denen ist das nicht passiert. Jedenfalls sehen wir natürlich jetzt, dass all das mit Normalität nichts mehr zu tun hat. Hier mal ein Kreislauf, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Normalerweise produzieren Individuen bestimmte Dinge. Ja, Menschen produzieren etwas, dann generieren sie mit dieser Arbeit, die sie verrichten, Einkommen. Mit diesem Einkommen können sie dann konsumieren. Wenn sie konsumieren, dann schaffen sie Umsätze für die Unternehmen. Die Unternehmen wiederum machen Gewinne, also praktisch der Umsatz minus Kosten. Und dann, wenn die Gewinne steigen, dann können die Unternehmen eben mehr Leute wiederum einstellen. Das wird sozusagen erhöhte Nachfrage schaffen, weil die Leute eben aufgrund ihres Gehalts und ihrer Arbeit dann mehr konsumieren können, und so ist sozusagen der Kreislauf. Dieser Kreislauf ist aber durch die Nullzinsen auf der einen Seite, aber vor allem durch das Helikoptergeld auf der anderen Seite komplett zerstört. Das heißt, hier geht es nicht mehr um Produktivität, sondern nur noch um staatlich finanzierten Konsum, der praktisch vorgezogen wird. Entweder dieser Konsum wird staatlich jetzt immer weiter gestreckt, kann man sagen, also das Helikoptergeld wird immer weiter gezahlt, oder ich ziehe einfach nur zukünftigen Konsum jetzt vor in die Gegenwart, falle dann aber hinterher in ein Loch. Das ist so wie mit der Abwrackprämie oder all diesen Geschichten. Das hat kurzfristige Effekte, aber on the long run ändert es nicht viel. Genau das ist das Problem, und deswegen sagt zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung hier: Die jüngsten Kursrekorde sind nicht Ausdruck einer gesunden Wirtschaft, sondern eines kranken Finanzsystems. Glücksspielmentalität, siehe Penny Stocks etc. Optionen und Realitätsverleugnung sind verbreitet. Ja gut, glauben Sie davon kein Wort, meine Damen und Herren. Ich warne Sie. Ja, glauben Sie davon kein Wort. Das stimmt natürlich nicht. Jedenfalls sehen wir, dass, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, auch in Deutschland bei deutschen Staatsanleihen die Renditen ansteigen. Heute hat Deutschland eine 30-jährige Staatsanleihe emittiert und musste das erste Mal seit März des Vorjahres wieder Zinsen zahlen. Also nicht mit Negativzinsen, sondern minimale Positivzinsen. Wir sehen also, es bewegt sich was an den Anleihenmärkten. Die Volumina von Negativrenditen bei Anleihen wird immer geringer. Und das genau ist der Punkt, der praktisch so ein Taper Tantrum, so ein Tantrum jetzt an den Anleihenmärkten gibt, damit die Kapitalmarktzinsen stark beeinflusst. Und die Frage ist eben jetzt, wie stark werden die Aktienmärkte beeinflusst durch dieses Tantrum? Das ist die große Frage. Abschließend noch ein kurzer Hinweis hier. Draghi, der neue italienische Ministerpräsident, hatte gesagt, ja, wir brauchen ein gemeinsames Budget bei der EU, also praktisch Gemeinschaftshaftung, meine Damen und Herren, und da sind wir doch dafür. Wie hatte Salvini in einem Interview bei der Zeit neulich gesagt, Draghi hat den Euro gerettet, jetzt wird er Europa retten. Und wir Deutschen zahlen, aber das ist normal. Das gehört normal zu dem Spiel dazu. Die einen konsumieren, die anderen zahlen. Das machen die Amerikaner schon seit langem. Die konsumieren und der Rest der Welt zahlt. Und es hat ja bisher auch immer funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und verweise nochmal hier darauf, dass wir heute Abend bei Finanzmarktwelt einen Relaunch der Seite haben. Also ab 21 Uhr wird die Seite vorübergehend nicht mehr funktionieren. Nicht, dass Sie da erstaunt sind. Jetzt sage ich Servus und Ciao.